Guten Tag, Freunde. Nachdem ich mich beim letzten Mal über Verschwörungstheorien ausgelassen habe, muss ich jetzt mal kurz an meine Schläfe tippen, weil ich mich aufrege über die Benutzung der Begriffe wie Infektion. Denn ich halte das für manipulativen Neusprech. Mir geht es nicht um dieses eine Wort. Es ist stellvertretend für eine Haltung der uns manipulierenden Obrigkeit, wo man Sonderfälle schafft, wo der Verdacht besteht, dass gesundheitliche Gründe genommen werden, um das Volk einzuschränken. Anfangs nachvollziehbar, aber im weiteren Verlauf nicht mehr. Gesundheit war schon immer die beste Ausrede. In einem Umfeld, wo Wahlen annulliert werden können, kommt der Verdacht, dass dieses Virus einfach super passt. 1948 schrieb George Orwell sein Buch Brave New World, Schöne neue Welt, wo er Neusprech erfand, also eine Methode, wo man mit Hilfe von veränderten Begriffen die Leute manipuliert. Die ganz einfach klingenden Begriffe wie Infektion oder Fälle bewirken eine Assoziation, ein Framing, einen Gefühlsrahmen, in dem ein Begriff anders wirkt. Wenn wir sagen 100.000 Infizierte, dann stellen wir uns automatisch unbewusst vor, kranke Menschen, die sich durch die Straßen schleppen, zur Klinik, zum Arzt und denen unbedingt geholfen werden muss. Mit denen identifizieren wir uns und bekommen Angst. Nur beim Hören des Wortes Infizierte. Wenn die ausgewählten Fachleute, die ausgewählten Staatsbeamten mit eventuell nicht öffentlich gemachter Nebentätigkeit oder Nebeneinkommen übrigens, und Politiker aber sagen Infektion, dann produzieren sie absichtlich dieses negative, angsterzeugende Framing. Das kann kein Zufall sein, denn es ist ja keine Mehrarbeit zu sagen, stattdessen positiv Getestete, oder? Im angloamerikanischen Sprachbereich spricht man von The German Angst. Das ist dort ein Begriff, der bezeichnet, dass die Deutschen zu Angst neigen. Wir hier kriegen dann ja auch sehr schnell die Leviten gelesen, wenn wir mit dem Grundgesetz vor der Brust auf eine Demonstration gehen. Dann wird die Dame dann aber auf die harte Weise festgenommen und abgeführt und wir schauen uns das an und haben Angst. German Angst. Anderes Framing. In einer Fleischfabrik werden 1000 Teste gemacht, also es wird bei allen Blut abgenommen. Dann lesen wir, die Bundeswehr musste geholt werden. Unsere Assoziation, es herrscht Krieg gegen das Virus. Ja, da rollen Panzer und Artillerie Richtung Fleischfabrik. In Wirklichkeit sind vielleicht ein Bus und ein paar Ambulanzen hingefahren mit Ärzten und Helfern, um Blut abzunehmen bei diesen vielen Menschen. Aber es heißt, die Bundeswehr musste anrücken. Was haben wir da für Assoziationen? Es wird uns Angst gemacht. Was hat denn der Fleischfabrikbesitzer verbrochen? Naja, er versorgt unsere Sommergrillparty mit Würsten. Dieser Spaß sollte uns ja auch endlich genommen werden. Es ist noch nicht geklärt, ob es sich nicht um eine Reaktion mit den tierischen Coronaviren handelt. Nebenbei werden die Arbeitsbedingungen entlarvt und überhaupt sollten wir ja weniger Fleisch essen. Fürs Klima ist ja schon klar, was ist das für ein unverschämtes Framing? Das sollten wir beachten. Halten uns die da oben wirklich für Überaffen, diese Leute, die uns da beeinflussen wollen? Wir müssen uns dagegen immunisieren. Auch der Begriff der Pandemie wurde von der WHO verwässert, in dem Sinn, dass jetzt keine schweren Krankheiten mehr um den Erdball gehen müssen, sondern nur Infektionsfälle, die durchaus auch ohne Symptome oder nur mit geringen einhergehen können. Es besteht die Gefahr, dass jetzt so eine An-Aus-On-Off-Schalter-Pandemie entsteht. Nach Covid-19 wird es Covid-20 sein oder andere Wellen von Infektionen mit positiven Testungen oder mehr oder weniger schweren Krankheiten. Hauptsache, die Regierungen haben eine Möglichkeit, ihre Bevölkerungen weg von der Straße, weg von Demonstrationen, siehe Gelbwesten, ab nach Hause zu schicken. Wir werden immer mehr und Schritt für Schritt in autoritäre Lebensweisen abdriften. Ganz klammheimlich träumen meiner Meinung nach viele vom chinesischen Modell, wo die Leute nach der Pfeife der Fachleute tanzen. Elitokratie nennt man das.
Es gibt hoffentlich immer größere Teile der Bevölkerung wie Menschen aus dem Gesundheitssystem und viele, die Widerstand leisten und Opposition sind. Wir können euch auch den Stinkefinger zeigen und in der etwas feineren, vornehmen Art von uns einfach an die Schläfe tippen, um Verachtung für eure angstmachenden Manipulationsversuche zum Ausdruck zu bringen. Wir aber durchschauen euch und reagieren anders als gewünscht, solange wir in der Lage sind, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Ich verbleibe mit freundlichen Grüßen. Bis demnächst. Danke für die 5 Minuten Aufmerksamkeit.